Videoportale im Internet werden immer beliebter und die Inhalte sind technisch kaum noch vom echten Fernsehen zu unterscheiden. Auch im Internet wird professionell produziert. Für Karl Nikolaus Renner, Professor für Fernsehjournalismus, birgt das aber auch Gefahren. Das Problem sind die Leute, die die Inhalte machen. Beim Fernsehbericht habe ich die Garantie, dass das ausgebildete Journalisten sind. Ich habe die zweite Garantie, dass sich die gegenseitig kontrollieren in der Redaktion, dass die journalistische Standards einhalten, dass sie nicht, dass sie irgendwelche unüberprüften Lügenmärchen erzählen, sondern einfach überprüfen, was sie sagen, ob das stimmt, ob das Hand und Fuß hat. Diese Garantie habe ich in YouTube überhaupt nicht, sondern dort kann eben jeder irgendwelche Videos einstellen, die er möchte. Und dementsprechend unsicher ist das, was ich bekomme. Das kann gut gemeint sein, aber falsch. Das kann schlicht Propaganda sein. Das kann schlicht irgendwelche PR sein. Das können Verleumdungen sein. Und das können aber auch wieder irgendwelche Informationen sein, die sehr wichtig sind. Also die Bandbreite, was das sein kann, ist wesentlich größer als im Fernsehen. Im Fernsehen weiß ich, das sind überprüfte Informationen. Bei YouTube weiß ich das nicht. Für Nutzer ist es dabei schwierig, gute von schlechten Inhalten zu unterscheiden. Trotzdem gibt es einige Kriterien. Also ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, ob die berühmten Ws erfüllt sind. Wer, was, wann, wo, wer hat was getan. Aber das ist so das Handwerk. Ein anderer wichtiger Faktor ist der, kommt die Gegenseite zum Wort. Also wenn Angriffe vorgebracht werden gegen irgendjemanden, dann möchte ich auch hören, was der Angegriffene dazu zu sagen hat. Darf der dazu was sagen? Und wenn sich der nicht, wenn der dem Journalisten gegenüber die Auskunft verweigert hat, dann möchte ich zumindest eine Information darüber, dass wir angefragt haben, aber keine Auskunft bekommen haben. Also das ist schon ein wichtiger Unterscheidungspunkt. Ein weiterer Gesichtspunkt, woran man erkennen kann, ob das guter Journalismus ist oder ob das etwas, ich nenne es nicht schlechter Journalismus, ich nenne es einfach kritisch zu betrachtende Information ist, ist einfach dieses, wer garantiert das dahinter? Und da steckt natürlich bei so einem Medienunternehmen, bei einer Marke, da steckt natürlich die Zeitung dahinter, da steckt der Sender dahinter, die garantieren mit ihren Namen. Auch da können Sachen passieren, auch dort passieren Fehler, aber die haben großes Interesse daran, dass Fehler sofort ausgebügelt werden, denn die haben ein Image aufgebaut über Jahre hinweg. Und das könnten sie natürlich sofort verlieren, wenn da was passieren würde. So wie etablierte Medienunternehmen Einfluss auf das Internet haben, so werden auch die klassischen Medien vom Netz beeinflusst. Eine positive Entwicklung. Die Zuschauer kommen von den einen Bereichen, die Nachwuchsleute kommen aus den verschiedenen Bereichen raus und die nehmen natürlich diese ganzen Anregungen mit. Hat natürlich das Internet auch oder das Bewegtbild im Internet auch einen Einfluss auf den Fernsehjournalismus. Das ist zunächst mal, geht das immer über die Gestaltung. Das wird einfach neu gestaltet, frischer gestaltet, nicht mehr so nach alten Kriterien, da kommen gute Anregungen rein. Es wird auch gut aufgenommen, also etwa die ganzen digitalen Kanäle, ARD, ZDF, die experimentieren damit und da gibt es sehr interessante Experimente, die man sieht. Das Internet ist voll von wichtigen Informationen und spannenden Videos. Doch wie immer gilt, nicht alles kann und sollte man für bare Münze nehmen.